Vor noch gar nicht allzu langer Zeit war es für Einzelpersonen wie Sie und mich völlig ausreichend, eine gute Ausbildung zu machen und damit den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das geht heute nicht mehr ganz so einfach. Wir leben in einer sehr dynamischen Zeit. Sehr viel um uns herum ändert sich. Wir sprechen von der sogenannten Wissensgesellschaft, in der Regeln und bewährte Prozeduren ständig hinterfragt werden müssen und wir ständig lernen müssen. Ein Großteil der Leute, die heute in Ausbildung sind, werden später in Jobs arbeiten, die es heute überhaupt noch nicht gibt. Wir sprechen davon, dass in dem Zeitraum von 1930 bis 2020 ungefähr der Anteil der sogenannten Wissensarbeiter von 8% auf 35% angestiegen ist. Ein Wissensarbeiter ist dadurch gekennzeichnet, dass er über seinen Job besser Bescheid weiß als oftmals sein direkter Vorgesetzter. Und das bedeutet, dass natürlich der Wissensarbeiter auch Methoden und Werkzeuge kennenlernen muss, um sein eigenes Wissen zu managen, um sich selber als Wissensarbeiter zu managen. Und dafür wollen wir in dem Seminar persönliches Wissensmanagement, Methoden und Werkzeuge vermitteln. Wir haben eine Liste von insgesamt 8 Tools, die wir uns da anschauen werden. Und ich werde in dem Folgenden mal ein paar Beispiele ganz kurz erklären. Ja, ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ist in der Regel damit konfrontiert, dass ihm vom Unternehmen Ziele vorgegeben werden. Oftmals sind die Ziele vorgegeben, aber es ist noch nicht ganz klar, was man dafür eigentlich wissen und lernen muss und können muss, um die Ziele zu erreichen. Das heißt, für den Mitarbeiter ist es wichtig, sich eine eigene Wissensstrategie zurechtzulegen. Das ist ein Thema, was nicht ganz so neu ist. Es gibt schon in dem Buch, was wir im Seminar behandeln werden, von Gustav Großmann, sich selbst rationalisieren, den Hinweis, dass man sich als Mitarbeiter selber einen Lernplan zurechtlegen sollte, wo die Themen benannt sind, die wichtig sind für einen und vor allen Dingen auch die Zeitpunkte, wann und wo und wie man die lernen möchte, weil das nämlich oftmals die große Herausforderung ist im Arbeitsalltag, sich die Zeiten zum Lernen entsprechend auch freizuschaufeln. Wenn man dann aus der persönlichen Wissensstrategie weiß, was für einen selber wichtig ist an Themen, muss man für sich diese Wissensgebiete selber auch nochmal strukturieren. Das sind nämlich in der Regel sehr viele und dafür ist es wichtig, sich eine Übersicht zu verschaffen. Wenn wir mal an so eine Wanderung denken und uns überlegen, wohin wir wandern wollen, wie wir den Gipfel erreichen, ist das, was wir tun, eine Landkarte zur Rate zu ziehen, auf der die wichtigsten Wanderwege eingezeichnet sind, die Hütte und natürlich auch das Gipfelkreuz. Und so ähnlich kann man das im eigenen Umgang mit Wissen auch machen. Man erstellt sich eine sogenannte persönliche Wissenslandkarte. Das ist eine strukturierte grafische Übersicht über die Themenfelder und Wissensgebiete, die für einen selber relevant sind. Und da sind nicht nur die Themen drin, sondern auch entsprechend die Quellen. Also das heißt, das können Bücher sein, das können Kurse sein, das können Communities im Internet sein oder auch Experten sein, die man dann eben im Bedarfsfall zu Rate ziehen kann. Die Wissenslandkarte wird auch dafür verwendet, für sich selber eine Priorisierung vorzunehmen und entsprechend die Themenfelder, die wichtig sind, mit hoher Priorität dort zu versehen. Unser Gedächtnis kann sich nicht alle Fakten und Daten, die wir wissen müssen, merken. Es gibt Leute mit einem fotografischen Gedächtnis, die können es vielleicht etwas besser. In der Regel macht es aber Sinn, sich ein eigenes Ordnungssystem zurechtzulegen, in dem entsprechend die Wissenselemente, die man öfter braucht, strukturiert abgelegt sind. Und das kann man natürlich, so wie Niklas Luhmann das beispielsweise gemacht hat, in einem Zettelkasten tun. Die Papierversion ist heute im Zeitalter der Digitalisierung aber sicher nicht mehr das richtige Medium. Das heißt, dort ist es sinnvoller, sich ein elektronisches Gedächtnis zusätzlich anzulegen. Bei elektronischem Gedächtnis denkt man in der Regel sofort an die Wikipedia. Das ist ein sehr großes, weltweites Gedächtnis. Und das Gleiche kann man für sich selber auch tun, indem man sich ein sogenanntes persönliches Wiki anlegt. Und wir werden in dem Seminar ein Werkzeug kennenlernen, genauso ein persönliches Wiki, was man sich auf einem USB-Stick installieren kann beispielsweise oder auf den Desktop legen kann und was man genau wie die Wikipedia eben zur Dokumentation von Dingen verwenden kann, die man öfter im Zugriff braucht. Jeder Seminarteilnehmer bekommt so ein Wiki auf dem Stick und wir werden in dem Seminar auch die ersten Schritte damit gehen und die Strukturen aus der Wissenslandkarte entsprechend in dem Wiki anlegen. Darüber hinaus werden wir in dem Seminar noch weitere Methoden kennenlernen, zum Beispiel Lessons learned, um eigene Erfahrungen zu dokumentieren, Schlüsse daraus abzuleiten, den eigenen Weblog als persönliches Lerntagebuch zu führen beispielsweise. Sie erhalten eine Liste mit einem ganzen Haufen weiterer Methoden. Sie erhalten zusätzlich einen USB-Stick mit einer ganzen Menge Software-Helferlein drauf, zum Beispiel ein Mindmapping-Werkzeug, mit dem Sie die Wissenslandkarte erstellen können. Das persönliche Wiki ist da drauf. Wenn Sie Software-Know-how dokumentieren wollen, gibt es ein kleines Screencasting-Werkzeug. Das befindet sich alles auf dem Stick. Und Sie erhalten als Seminarteilnehmer zusätzlich den Zugang zu einer Community von Wissensarbeitern und können sich dort mit anderen austauschen und Fragen stellen zum Thema persönliches Wissensmanagement. Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit Ihnen gemeinsam und wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg in der Wissensgesellschaft.